Der Neighbor, stinkt es, dass Sie in Ihrer Philosophie den Weg gehen, dass Sie die Hunde hungern lassen? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Weil eigentlich ist es so, dass man die Sicherheit gewährleisten sollte. Und das bedeutet, wir Menschen sollten ein Verantwortungsgefühl dem Hund gegenüber haben. Und das bedeutet, dass hungern lassen eigentlich verantwortungslos ist. Es würde nicht zusammenpassen mit Natural Dogmanship, weil da geht es gerade darum, dass der Hund frei vom Kopf ist, weil er die Sicherheit bekommt. Also das ist gewährleistet und das passt so auf diese Weise nicht. Wie kommt dieses Gerücht dann zustande? Also wie kommt das? Also es gibt da, anscheinend gibt es da Erfahrungswerte, wo es dann darum geht, den Hund auf gewisse Art und Weise dann hungern zu lassen. Es gibt mehrere Menschen, die mittlerweile mit der Futterbeutel oder der Prairie Dummy arbeiten. Und es gibt Fachkollegen, die tatsächlich so vorgehen. Was dahinter steckt, ist, dass man gerne möchte, dass das Tier etwas für uns Menschen tut. Aber was bei Natural Dogmanship wichtig ist, dass wir für Hunde etwas tun. Dass wir eigentlich gucken, was möchte eigentlich unser Hund. Und das hat mit den Bedürfnissen vom Tier zu tun. Und Hungern ist kein Bedürfnis. Aber gibt es denn Situationen, wo Sie da dafür sind, dass man sagt, okay, für dieses Verhalten gibt es jetzt nichts zu essen? Wenn man Essen als Belohnung benutzt, ist das, finde ich, genauso falsch, wie dass man Taschengeld für Kinder einsetzt zur Strafe. Ich finde, das sollte nicht passieren. Also es ist kein Bestandteil von einer optimalen Mensch-Hund-Beziehung. Also Futterentzug bedeutet jetzt für mich Machtmissbrauch des Menschen. Genau. Wie könnte denn Futterentzug sinnvoll sein für das Tier? Also, was ich wichtig finde, ist, dass Hunde Kaniden sind und weniger oft essen als Menschen. Und viele Menschen eigentlich den Hund viel mehr zu menschlich machen, im Sinne von, dass er zwei, dreimal pro Tag sein Essen bekommt. Das ist für das Tier ungesund. Und das bedeutet, dass ich ein Anhänger davon bin, dass es mindestens einen Fastentag pro Woche geben würde, wo man eigentlich auch dann total passiv ist mit dem Hund. Und das bedeutet, dass ein Futterentzug aus Trainingsmaßnahmen bei mir nicht in Frage kommen würde. Aber jetzt zum Beispiel ein Fastentag. Sie gehen ja in Ihrer Philosophie immer sehr nah an dem natürlichen Rudelinstinkt des Hundes entlang. Ist das, hat das was mit natürlichem Rudelinstinkt zu tun oder mit Rudelverhalten, dass man einen Fastentag hat beim Hund? Also Kaniden, also Hunde, würden in die Natur nicht jeden Tag essen. Also die würden auf einmal viel essen und dann eine ganz lange Phase nichts. Also die schlängeln sich der Bauch voll und dann gibt es eine sehr lange Esspause. Das ist so eine Sache, die für Hunde normal ist. Zum Beispiel wird das so gehandhabt, auch auf der Trümmerstation, wo man eigentlich für die Gesellschaft für Haustierforschung, also wissenschaftliche Untersuchungen an Hunde tut. Und da kriegen die Hunde zwei, dreimal die Woche zu essen. Damit können die wenigsten Menschen mit einem Familienhund leben, weil wir wollen ein gutes Gefühl über uns haben und deswegen füttern wir ein Tier gerne. Ja, und eigentlich ist es so, dass der Hund der Pech hat, dass er nicht der Boa Constrictor ist, weil wenn wir so eine Schlange hätten, wir würden eigentlich verstehen, dass er einmal die Woche einen Ratter bekommt und damit auch zufrieden sein. Aber die emotionale Nähe zum Hund führt dazu, dass wir Menschen tendieren, ja, das Tier öfters zu füttern und ja sogar einen großen Fehler zu machen, nämlich Futter einzusetzen als Belohnungsmaßnahme. Ja. Und woher nehmen Sie das, dass es nicht für einen Hund, gut, der Hund stammt ja vom Wolf ab, aber woher wissen Sie das, dass das für den Hund gut ist, dass er nicht zu oft was zu essen kriegt? Haben Sie da Erfahrungswerte Ja. oder Studien oder wie? Man kann das physiologisch eigentlich sehr gut erklären, weil eben, wenn Hunde nicht auf einmal eine große Mahlzeit kriegen und dann eine ganz lange Ruhephase, dann ist das physiologisch gesehen ein Problem, ständig mehr. Und wir kennen das in der Gesellschaft ständig mehr, Allergien bei Hunden und so weiter. Kurz erklärt, es ist so, dass wenn der Hund jagt, ja, das ist, was wir bei Natural Dogmanship tun. Dann entwickelt sich so etwas wie ein Hungerhormon. Ja? Er kriegt also Appetit. Ja? Und dann ist es so, dass wenn er Beute gemacht hat, ja, in Gemeinsamkeit mit dem Mensch, bei uns dann,
dann wäre es so, dass er seinen Bauch vollfressen darf und erst dann wird Ghrelin, also dieses Appetithormon, abgebaut. Und wenn das nicht abgebaut wird, weil er zu kleine Mahlzeiten und zu oft kriegt, dann ist sein Magen niemals prall gefüllt. Und das führt dazu, dass er eigentlich unterschwellig immer ein Frust ausgesetzt ist. So, diese Frust, die führt bei vielen Hunden zu Frustintoleranz, weil da kommt noch mehr Frust dazu durch den Tag. Und das führt dann zu Problemen im Verhalten, die eigentlich aufgrund von optimaler Fütterung überhaupt nicht sich so manifestieren würden. Bedeutet, dass wenn dieses Appetithormon abgebaut wird und eine sehr lange Ruhephase gibt, dann gibt es auch einen Verarbeitungsprozess im Tiefschlaf von aller Erfahrung, die der Hund gesammelt hat. So, wir haben jetzt Frustintoleranz, die durch zu viele Mahlzeiten irgendwie gesteigert wird. Und jetzt kriegen wir eine Reizintoleranz, weil wenn die Reizverarbeitung während des Schlafs nicht gegeben ist, weil der Hund zu oft gestört wird, dann haben wir also die Kombination von Frustintoleranz und eigentlich ein Reizverarbeitungsproblem. Ja, und das ist genau der moderne Hund, die eigentlich leidet unter diesem Stress. Das würde ja bedeuten, dass viele Menschen, also viele Hundebesitzer das eigentlich falsch machen, Ihrer Meinung nach. Würde ich so sehen. Und eine sehr schädliche Form ist, wenn das Essen eingesetzt wird für gutes Verhalten und durch den Tag durch bei gutes Verhalten und wer entscheidet, was gut ist, das ist dann der Mensch, für gutes Verhalten der Hund immer wieder etwas bekommt, weil dadurch ist er mit etwas immer frustriert. Okay. Ist es nicht so, dass wenn jetzt Hunde, die das so gewöhnt sind, jeden Tag ihre Mahlzeiten zu bekommen und auch viele Mahlzeiten zu bekommen, ist es dann nicht so, dass wenn man dann hingeht und nach ihrer Philosophie handelt, dass man dann erst den Hunden, weil sie es halt gewöhnt sind, Stresssituationen aussetzt, weil sie das Futter halt nicht bekommen? Ja, das passiert erst. Also jede Änderung, die man durchführt, geht immer einher mit Stress. Also wenn man nichts ändert, dann bleibt es so wie gehabt. Das kann auch Stress bedeuten, aber jede Änderung geht einher mit Stress und das bedeutet tatsächlich auch, dass man davon ausgehen muss, dass man das gerade will tut und nicht revolutionär von einem Tag auf den anderen Tag, sondern man muss dann, wenn man mehrere Mahlzeiten pro Tag geben würde, eine Mahlzeit kleiner machen im Vorteil von einer anderen Mahlzeit, die größer wird. Und so langsam einen Prozess angehen. Ja. Durch dieses Fressverhalten, ist es da überhaupt möglich? Oder in Ihrer Philosophie, wie begründen Sie dann den Aufbau von Bindung von Mensch und Hund durch das Futter? Das Futter, das ist ja untersucht worden in so die Zeitphase, wo ich geboren worden bin, das ist schon ein paar Jahre zurück. Da ist ein Forscher gewesen in Amerika, Harlow, die hat tatsächlich herausgefunden, das war der Grundlage von Bindungsforschung, die da entstanden ist, herausgefunden, dass zum Beispiel bei sozial lebende Säugetiere Bindung nicht aufgebaut wird durch Futtergabe, sondern Bindung wird aufgebaut durch Sicherheit gewährleisten. Und ein Punkt von Sicherheit ist ausreichend Nahrung. Und da kommen wir wieder auf Entzug von Futter, was dann überhaupt nicht zusammenpassen würde. Und das bedeutet, dass wenn Elterntiere nicht in der Lage sind, für ausreichend Nahrung zu sorgen, dann sind das schlechte Eltern. Und dann kann keine sichere Bindung aufgebaut werden. Und eine sichere Bindung, macht schon klar, das erste Teil vom Wort, hat mit Sicherheit zu tun. Und Sicherheit führt beim Individuum zur Freiheit im Kopf. Also er hat seinen Kopf frei für positive Aspekte und muss er unter Druck, weil er echt Hunger hat, irgendwie gucken, was möchte jetzt der Mensch von mir. Das würde ich machtlos nennen. Und wir sollten uns bewusst sein, welche Machtposition wir eigentlich haben. Und wie Eltern auch mit Kindern, sollten wir verantwortungsvoll mit dieser Machtposition umgehen. Ja. Aber ist es dann nicht so, wenn Sie sagen, okay, es gibt dann einen Fastentag, dann nutzen Sie ja Ihre Macht. Also der Hund würde ja essen, wenn er könnte. Ja. Aber Sie nutzen ja Ihre Macht und geben ihm kein Fressen. Ja, das kommt darauf an. Ich glaube, dass die meisten Hunde, die das gewohnt sind, einen Tag ruhig schlafen. Und dass das tatsächlich bei Hunden, die das nicht gewohnt sind, noch überhaupt nicht der Fall ist, das kann ich mir vorstellen. Aber diese Macht haben wir, das ist so. Also man muss sich nur bewusst sein von der Macht. Und ich kann nur sagen, dass dieser Fastentag dazu führt, dass der Verdauungstrakt zur Ruhe kommen kann, sich erholen kann.
dass der Hund in einen Tiefschlaf kommt, wo er viele Erfahrungen verarbeiten kann, weil so eine Erfahrung wird, ich sag mal, auf der USB-Stick gespeichert, ja, der Hippocampus wird das genannt, und dann im Schlaf, im Tiefschlaf, ja, auf der großen Festplatte, sprich das Großhirn, in die unterschiedlichsten Bereiche abgelagert, und genau dieser Prozess ist zum Beispiel extrem wichtig für eine stressfreie Verarbeitung von Reizen und schnelles Lernen und viel bessere Stresstoleranz und so was auch immer. Das bedeutet tatsächlich, dass so ein Tag Fasten das Risiko mit sich trägt, dass der Hund locker 1-2 Jahre älter wird. Ja. Okay, wenn jetzt wenn man das menschliche oder das menschliche Bedürfnis zurückfahren muss bei einem Hund, und das müssen ja viele tun, würden Sie sagen, der Mensch ist überhaupt in der Lage, von seiner Einstellung her, dem Hund gegenüber einen Hund zu halten und ihm artgerecht und jetzt in dem Fall mit dem Futter umzugehen? Also mit dem Futter können Menschen sich genauso einleben, wie die das tun können bei der Boa Constrictor. Nur wir sind ja emotionell verflochten mit dem Tierhund. Und wir sehen den Hund, das ist eigentlich unsere Projektionsfläche. Ja? Es ist ein Familienmitglied, das ist der Schlange wahrscheinlich nicht. Der ist ein normaler Haustier, ja? Was eigentlich nicht der Fall ist, weil Schlange ist ja nicht domestiziert. Und das ist der Unterschied mit dem Hund. Der Hund ist domestiziert, das bedeutet, dass wir durch Domestikation ein Tier haben, die vieles mehr ertragen kann, als ein Wildtier das tun könnte. Das gibt uns die Möglichkeit, als Menschen einen Hund zu halten. Und es gibt dem Hund die Möglichkeit, auch damit noch einigermaßen zurechtzukommen. Aber wenn es dann um artgerecht geht, dann finde ich tatsächlich, dass man eigentlich ein Irrtum macht, wenn man sagt, Domestikation bedeutet, dass es der größte Wunsch von dem Hund ist, mit Menschen zusammenzuleben. Das ist Quatsch. Ja? Weil artgerecht würde bedeuten, auch innerhalb der eigenen Art, innerhalb der eigenen Spezies, so gesagt, das sind wir nicht. Wir sind also eine andere Tierart. Nur, wenn man davon ausgeht, was in einer jungen Kindheitsphase passiert bei dem Hund, da sieht man, dass Prägung auch beinhaltet, dass man geprägt wird auf, wer gehört zu meinem Spezies, so gesagt. Es gibt also kein angeborenes Artbild. Und das bedeutet, dass Hunde, die vom Welpen an auf Menschen geprägt sind, sehr wohl auch Menschen als Projektionsfläche sehen und tatsächlich deswegen auch sehr gut mit Menschen sozial zusammenleben können. Nur unsere Umgangsform als Mensch mit dem Tierhund ist meist nicht artgerecht. Und das bedeutet, der Bedürfnis von Hund wäre, mit jemandem zusammenzuleben, die, ich sag mal, das Großteil von der Tag pennt. Und das mit Körperkontakt. Und auf einmal sein Bauch voll frisst, so gesagt, und gemeinsam mit ihm nicht spazieren geht, sondern mit ihm Jagdausflüge macht, also ein spannender Ausflug draußen. Und das würde eigentlich viel mehr der Art entgegenkommen. Artgerechte Haltung ist in der modernen Zeit eigentlich eine Utopie, finde ich. Okay. Vielleicht nochmal zusammengefasst. Viele Menschen glauben ja, oder es gibt ja auch Theorien in der Hundeerziehung, dass man mit Futter Beziehung und Bindung zum Hund aufbaut. Mhm. Vielleicht nochmal zusammengefasst, wie ist denn Ihre Herangehensweise? Wie bauen Sie in Ihrer Philosophie die Bindung und die Beziehung zum Hund auf? Genau. Also eine Bindung wird aufgebaut, indem der Mensch eigentlich mehr oder weniger die Elternrolle übernimmt. Weil Kinder bei Menschen bauen eine sichere Bindung zu den Eltern auf, wenn die Eltern irgendwie reagieren auf die Bedürfnisse vom Kind. Wenn die Eltern daran arbeiten, dass das Kind Möglichkeiten bekommt, sich zu entwickeln. Und vor allem, wenn die Eltern es schaffen zu sehen, was sind nun die Qualitäten, was dieses Kind von, also in der Genetik schon, in der Veranlagung mit sich bringt. Und damit auch für das Kind Chancen zur Entfaltung kreieren. Und das ist eigentlich, wie sichere Bindung aufgebaut wird. Und das sehen wir auch bei Hunden, ist keine andere Kiste, weil eben das ist die biologische Kontinuität. Ja, was man bei der einen Tierart, in diesem Fall, wenn ich über Menschen rede, feststellen kann, muss bei einer anderen Tierart auf ähnliche Weise, wenn es dann auch ein ähnliches Konstrukt von soziales Zusammenleben hat, auch wieder zurückzufinden sein. Und so ist es tatsächlich auch bei Kanideneltern.
die würden deren Kinder unterschiedlich sehen und auch die unterschiedlichen Qualitäten sehen und jedes Individuum seine eigenen Chancen auch ermöglichen, diese Qualitäten, diese Talente zu entfalten. Und wir Menschen in unserer Kultur tendieren, die Talente von dem Hund eher als lästig zu sehen und die müssen weggeschaffen werden. Und das ist ja, wo wir versuchen, genau mit dem Hund mitzudenken, ja, und nicht gegen den Hund zu denken oder gegen seine Veranlagung. Und wenn man das tut, mitdenken und Möglichkeiten kreiert, eigentlich ein, ich sag mal, eine Lehrerrolle spielen in Form von Lerncoach, ja, nicht Oberlehrer, sondern Lerncoach, ja, dann ist das schon Sache, wodurch der Mensch so wichtig wird für das Tier. Wenn Sie sagen, Hund, der Hund ist von Hund zu Hund unterschiedlich, von seinem Verhalten, ja, von seinen Bedürfnissen auch? Die Bedürfnisse gibt es eine große allgemeine Sache natürlich, aber es gibt tatsächlich Unterschiede von Individuum zu Individuum, wie bei Menschen auch. Wir haben ja als Menschen alle die Bedürfnis zu essen, das ist nicht die Frage. Wir haben alle die Bedürfnis, also selbstwirksam zu sein. Wir wollen etwas erarbeiten. Ja, und der moderne Hund ist eigentlich Sozialhilfeempfänger, aber kriegt dadurch kein gutes Selbstwertgefühl, weil er kann ja nicht viel tun. Ja? Und was er dann tut, ist meistens auch noch unwichtig für ihn, ja? Sinnbefreit. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, die Bedürfnisse sind von Hund zu Hund, also gibt es, dass die Bedürfnisse von Hund zu Hund unterschiedlich sind? Und wenn Sie jetzt einen Hund haben, der das Bedürfnis hat, viel zu fressen, ja, der immer weiter fressen will, würden Sie dann auch hingehen und das Bedürfnis abschlagen und sagen, es gibt auch für dich gibt es bei mir einen Tag Hunger oder einen Tag Fasten? Ja, das muss man immer abhängen lassen, wenn der Hund echt krank ist und das gibt es. Oder eine Sucht entwickelt hat, wenn es um Essen geht. Da muss man eine ganz spezielle Vorgehensweise durchführen. Das ist ja nicht der Normalzustand. Und das bedeutet tatsächlich, es gibt diese Essstörungen bei bestimmten Hunden und sogar genetisch bedingte Essstörungen bei Hunden. Und da muss man natürlich gucken, so von, ja, das müssen wir regulieren. Meine Erfahrung hat aber gelernt, dass sogar diese Hunde, wenn die echt deftig damit beschäftigt sind, sich das Essen zu erarbeiten, ja, dass das Fressen als solches zwar wichtig ist, aber diese Arbeit, um ans Essen zu kommen, eigentlich den größten Spaß fabriziert, nicht das Essen. Und sogar diese Hunde bemerkt man, dass durch die Vorgehensweise sich etwas im Essmuster ändert. Herr Nebo, danke für das Gespräch. Gern geschehen.